Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Die Zwerge. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben den Schwarzjoch durchkämmt, haben rausgefunden, wie die Zwergenfrauen aussehen. Und jetzt müssen wir nach Grünhain, weil da der Famulus ist. Am Abend am Lagerfeuer kramt Boindil in seinem Rucksack herum und holt einen in ein Tuch eingewickelten Käse hervor. Er steckt ein faustgroßes Stück davon auf einen Spieß und grillt es über dem Feuer. Es geht doch nichts über gegrillten Käse am Ende eines langen Tages. Der aufsteigende Geruch schneidet dir die Luft ab. So haben meine Füße nach einem Dutzend Umläufen in meinen Stiefeln gestunken. Oh, ein Kostverächter! Kein Wunder, wenn man bei den Menschen aufwächst. Das verdirbt den Geschmack. Boindil hält dir das Stöckchen mit dem stinkenden Käse unter die Nase. Iss! Und ohne zu jammern. Du ziehst das warme Stück Käse vom Spieß. Es schmeckt grauenvoll. Deine Finger werden die nächsten Tage danach riechen und dein Mund vermutlich auch. Na lecker, stinkender Zwergenkäse. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da oben, okay. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Das Dörfchen Sonnenhag macht seinem Namen alle Ehre. Ihr kommt an, als die Sonne hinter dem Turm eines Palandiel-Tempels untergeht und die farbigen Fenster erstrahlen lässt. Es gibt einen Laden im Dorf und durch die Fenster erspähst du neben Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln auch ein gefülltes Bücherregal. Als ihr den Laden betretet, klingelt eine kleine Glocke. Die Zwillinge schauen sich etwas um, wirken aber eher desinteressiert, bis sie ein paar ausgestellte Edelsteine entdecken. An der Wand zu deiner Linken ist das Bücherregal, das du schon durchs Fenster gesehen hast. Es ist ungewöhnlich für einen Dorfladen, Bücher zu führen. Was hat er denn im Angebot? Keine Bücher, aber Vorräte, die kaufen auf jeden Fall mal. So, weiter geht's. Auf nach Grünhain. Ihr nähert euch dem Dorf und erkennt schon von Weitem, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Geruch von verbranntem Holz und Tod liegt in der Luft. Tod und Geruch vom verbrannten Holz. Oh Mann. Wer weiß, was da waren. Vielleicht die Orks. Mal gucken, was jetzt auf uns kommt. Ich glaube, das waren die Orks. Oh, die Alben? Was gibt's noch? Bei Frackers. Die Plattnasen haben es den Spitzohren ganz ordentlich gezeigt. Wir hätten es nicht besser machen können. Gebt auf die Umgebung Acht. Ich will herausfinden, was mit Goren geschehen ist. Können wir mit zu der Leiche? Ja. Das schneeweiße, anmutige Antlitz der Elbin strahlt noch immer Schönheit aus. Doch steht es in argem Kontrast zu ihrem restlichen Erscheinen. Vom Hals abwärts ist sie nur mehr ein blutrotes, feucht glitzerndes Skelett. Lange Nägel stecken in ihren dünnen Knochen und dort, wo ihre wunderschönen Augen waren, gähnen nun schwarze Löcher. Okay, das hört sich nicht gut an. Moment, können wir... Eine Sache will ich mal kurz gucken. Speichern können wir, dann speichern wir einmal. Speichern, Spiel wird gespeichert. Weil komischerweise stürzt das immer ab und zu mal ab, dann müssen wir mal ab und zu mal speichern. Die Hand, die für dieses Bild den Pinsel führte, gehörte einem Meister. Okay. Es wurden ausschließlich Rottöne benutzt, doch jede noch so kleine Einzelheit spiegelt sich peinlich genau wider. Bäume, Gebäudereste, Leichen, du stockst. Das Bild zeigt das Dorf in seinem vernichteten Zustand? Als du die Leinwand genauer betrachtest, erkennst du, dass es sich um Haut handelt. Und auch das Rot erscheint dir nun mehr als verdächtig. Hat da wer Menschenhaut genommen oder irgendeine Elbenhaut, um drauf zu malen? Ist ja widerlich. Was ist das denn? Das sind Pferdehufen. Hufspuren. Steht ja auch da. In den Boden eingebrannt. Albe! Das Feuer in Boindils Augen lodert vor Begeisterung auf. Hossa! Das wäre doch mal was anderes als diese tumpen Schweineschnauzen. Hast du gehört, Bruder? Vielleicht bekommen wir ja Tier und Spitzohren vor die Klinge. Oh, da brennt's. Was da? Leiche betrachten. Sind überall Leichen? Was ist das? Das
Die Leiche des Mannes ist mit Pfeilen gespickt und liegt auf einem kleinen Flecken unversehrter Erde, während kreisförmig um sie herum ein Flammenmeer gewütet haben muss. Ihre Robe erinnert dich an die von Lord Ionans Famuli. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Mann wohl Magie benutzt hat, bist du dir ziemlich sicher, dass es sich um Goren handelt. Goren hatte diese Bücher bei sich, als er angegriffen wurde. Wollte er sie in Sicherheit bringen? Deine Augen entdecken einen versiegelten Brief neben den Büchern. Die Umstände erscheinen dir ausreichend, um das Siegel zu brechen. Seid gegrüßt, Torgur. Es freut mich zu hören, dass ihr endlich Lord Ionan ins Vertrauen ziehen wollt. Ich habe etwas Neues über den Dämon herausgefunden. Es steht alles in diesen Büchern, die ich euch schnellstmöglich zukommen lasse. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Oder ich hoffe es zumindest. Hochachtungsvoll, Goren. Tja, da ist er. Was für einen Dämon sprechen Sie? Unwillkürlich musst du daran denken, dass sich nur wenige Tagesmärsche nördlich von hier die magische Barriere befindet. Und dahinter, Vrakas allein weiß, was für Kreaturen im Totenland leben. War mir doch so, als hätte ich stinkende Unterirdische gerochen. Hossa, das wird ein Spaß. Wir bekommen unseren Kampf. Ich hoffe, euer Blut klumpt nicht zu sehr. Für die feinen Pinselstriche muss es flüssig sein. Ha! Wie willst du uns besiegen, Spitzohr? Wir sind zu dritt. Ah, nur zu dritt? Das macht es leichter. Ihr Blick wandert über die Leichen. Orthar in Lueth Wanre. Was geschieht hier? Das ist das Tote Land. Unmöglich. Grünhain liegt südlich der Berge. Ich kenne nichts anderes, das die Toten erwecken kann. Schlagt ihre Köpfe ab, sonst kommen sie immer wieder. Okay, dann wollen wir mal ein paar Köpfe abschlagen, ne? Leute, es geht los. So gut wie erledigt. Mega mal da. So, und die metzeln sich gleich durch. Das ist sehr schön. Du kannst gleich das machen. Du machst das. Was ist? Du schlägst da auch hin. Was denn? Und du kannst das machen. Und jetzt weiter. So. Was denn? So, jetzt müssen wir einmal, Leute, wir müssen mal so ein bisschen gucken, welche Attacken wir jetzt hier so verteilen. Ja? Und jetzt? Yeah. Abscheuliche Kreatur! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Wo ist der Nächste? Ja? Wir müssen mal gucken, ich muss mit dieser Tastaturbelegung auch noch richtig klarkommen. Was ist? Bam! Einer weniger! Was denn? Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Wo ist der Nächste? Erledigt. So. Er hat sich ja kaum gewehrt. Hier kommt dein Ende. Zu einfach. Bin unterwegs. Weiter. Was ist? Was kannst du machen? Du kannst einen Wutangriff starten. Und jetzt? Bam, einer weniger. Rein. Zu einfach. Zu einfach. Da geht er richtig ab, ey. Er hat sich ja kaum gewehrt. Schluss damit! Das ist Pech das für dich! Ach, wir werden erstmal die kleinen. Und jetzt zerstören. Einer weniger! Die Zombies erstmal. So, zack, zum Schrein. Erledigt! Auf den Weg! Für Vrakas! Und weiter! So, komm her, ja. So schnell bin Was ich ist? Mal ich! Yeah. In Ordnung. Was ist? Er hat sich ja kaum So.
Ja? So gut wie erledigt. Da kommen wir hier. Was ist? Oh Gott, stopp mal. Also, du kannst das machen. Den Sturm machen. Ja? Hier kommt dein Ende. Sofort. So. Oh, das ist Pech für dich. Zack, haben wir. Für Wrakas. Was denn? Wo bist du denn? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Na komm, her zu den anderen helfen. Komm her, du. Einer weniger. So. So gut wie erledigt. Eine Leiche noch. Eine Leiche, ein Zombie, wusste. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Schon tot. Aber hier. Hier kommt dein Ende. Sehr schön. Ja doch, gleich. Sehr schön. Was denn? Er hat sich ja kaum gewehrt. Zwerge? Ihr habt den Hain beschützt? Das tote Land. Die Barriere ist gefallen. Du spürst, wie sich dein Magen verkrampft. Anders als Boindil bringst du kein Wort heraus. Die verfluchten Magi hatten nur eine Aufgabe. So ist es also, wieder aufzuerstehen. Ich fühle nichts. Mir bleibt nichts. Meine Liebe, meine Schönheit, mein Zuhause und mein Wald. Mir wurde alles genommen. Ich bitte dich, habe Mitleid und setze meinem Leiden ein Ende. Auch ohne in ihre Augen blicken zu können, erkennst du die Traurigkeit in der Miene der Elbin. Die Erhabenheit, die sie einmal ausgestrahlt haben muss, lässt sich in ihrer jetzigen Verfassung nur noch erahnen. Wie konnten die Alben grün erobern? Goren war hier und ich habe gehört, ihr Elben verfügt über besondere Fähigkeiten im Kampf. Haben euch die Albe im Schlaf überrascht? Ich spürte ihre Gegenwart. Doch als ich die Albin stellte, hatte sie schon die ersten von uns getötet und das tote Land ließ sie wieder auferstehen. Es flutet Menschen und Zwerge mit Hass auf das Leben. Es macht euch zu Bestien. Wie Furien stürmten sie durch das Dorf und jeder, den sie töteten, wurde einer der ihren. Wenn sich das tote Land weiter nach Süden ausdehnt, braucht Nordorn keine Orks, Oger oder Albe. Ein Mensch, der auf dem toten Land das Leben verliert, würde ausreichen, um den Wahnsinn wie eine Seuche über das Land fegen zu lassen. Enthaupte die Elben, um ihr Leben zu beenden. Ja, das machen wir mal lieber. Die Arme. Dir dreht sich fast der Magen um, doch du weißt, dass es richtig ist. So ernst hast du die Zwillinge noch nie gesehen. Sie würden sich einer Armee von Orks entgegenstemmen, aber hier geht es um etwas jenseits ihrer Macht. Oder deiner. Wir brauchen die Magi. Sie müssen die Barriere wieder errichten. Wir müssen Nord-Iona Bericht erstatten, ja. Was gesagt, was geschehen ist. Wir müssen zu Lot-Ionan, bevor sich das tote Land weiter ausbreitet. Er wird wissen, was zu tun ist. Keiner deiner beiden Begleiter erhebt Einspruch. Ich kann es kaum fassen. Die Barriere soll gefallen sein? Wie konnte das geschehen? Wer weiß schon, was bei diesem Hokuspokus alles schiefgehen kann. Sie hat das tote Land seit dem Fall der Fünften zurückgehalten. Es ist die oberste Pflicht der großen Magi, die Barriere zu stärken, wann immer sie an Kraft verliert. Ich kann mir nicht denken, wie Nordon oder sonst jemand sie überwunden haben will. Du denkst an den Dämon, der in Gorens Brief erwähnt wird. Du fragst dich, ob es möglich sein könnte, dass ein Dämon aus dem jenseitigen Land über Mächte verfügt, mit denen die sechs Magi nicht gerechnet haben. Oh, ein paar Level aufgestiegen. Sehr schön.
Vorräte, Gold und einen goldenen Ring. Ein Ring mit Schriftzeichen auf der Innenseite. Nicht besonders. Nichts Besonderes. Okay. So, liebe Leute. Aber die Schlacht um Grünhain haben wir gewonnen. Eigentlich verloren, aber wir haben sie gewonnen. Wir haben alle besiegt. Wenn ihr weiter sehen wollt, was mit der Barriere passiert, wenn wir zu den Zweiten wandern, schaltet auf jeden Fall nächste Woche ein. Das würde mich freuen. Lasst mir Feedback und Kommentare da. Schaltet auch in den anderen Let's Play-Folgen mal rein. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.